Einen wunderschönen guten Mittag. Ist ungewohnt, wa? Der dicke Alte mal Mittag live. Hi. Lang nicht gesehen. Ja, weniger als 24 Stunden her, ne? Genauer gesagt, 11 Stunden. Vor 11 Stunden waren wir live, ne? Ihr Lieben, wir machen es wie immer. Ich zünd mir erstmal Ruhe eine an. Trink noch ein bisschen mein Käffchen. Wir quatschen noch ein bisschen. Wir begrüßen einander. Und dann erst starten wir rein ins Spiel, ne? Also, macht mir es mit dem Rauchen nicht nach. Es ist sowieso ungesund und teuer und ich habe ein extra Emote dafür. Ich weiß, der Song ist eigentlich noch nicht zu Ende, aber es hat gerade schön gepasst und ich habe jetzt Bock loszulegen. So. Dann starte ich erstmal das Spiel, bevor ich die Szene wechsle. Ach, das Spiel hast du schon, okay. Zack. Es gibt leider kein Intro, aber ich hoffe doch mal sehr, jetzt gleich in der Kampagne. Ich finde nur noch ein paar Erweiterungen. Okay, also ich habe jetzt alle außer die Cross of Veda, weil die war nicht im Bundle mit drin und hat auch die schlechteste Bewertung. Also das hat der Verkäufer, also der Publisher selbst hat es auch nicht ins Bündel mit reingenommen, weil es wohl angeblich so schlecht sein soll. Während der Kafka aber gestern noch geschrieben hatte, ihm hat es eigentlich sehr gefallen. So, es gibt viele Optionen. Ich gehe jetzt erstmal auf Einzelspieler und hoffe, da gibt es ein Tutorial, weil ich habe es ja wirklich noch gar nicht gespielt, ne? Okay, die Kampagne ist dann hoffentlich... oder hier Geschichtsmodus? Nee. Wenn ich jetzt Einzelspieler mache, würde er eigentlich eine Kampagne starten, ne? Wählt euren Clan, stellt euch in den rauen Gefilden Northgards euren Rivalen und bestimmt dabei passend zu eurem Spielstil den Schauplatz, die Siegbedingungen und den Schwierigkeitsgrad. Gibt doch noch Geschichte in dem Spiel, oder? Bin ich hier vielleicht doch falsch? Geschichtsmodus ist die Kampagne. Ah, danke schön. Und grüß dich, Lord Dowsy. Geschichtsmodus, okay. Ich dachte, es wären Erweiterungen, weil hier auch Kreuz von Wieder die Kampagne ist, ne? Okay, dann Rick's Saga. Erlebt das ursprüngliche Abenteuer der 6 Gründerclans von Northgard und lernt sie zu beherrschen, während ihr die epische Saga von Rick mit ihren einzigartigen Kreaturen, Ereignissen und Herausforderungen entdeckt. Ah, gut. Danke, Leute. Na denn? I am Rig, son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions. And to our lives. They were mercenaries, led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered. I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. So, also für den Fall der Fälle, dass ihr nicht wisst, was die Nornen sind. Die Nornen sind die Schicksalsweberinnen der nordischen Mythologie. Könnt ihr euch so ähnlich vorstellen, falls ihr mal von Disney Herkules gesehen habt, die Mädels, die drei komischen alten Tanten, die sich immer so ein Auge geteilt haben und dabei so Fäden durchschneiden wollten und so. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. So, Geschichte nochmal spielen? Nee, ich fange gerade, achso, okay.
Kapitel 1, Exodus, aha. Wir sind in eine weit entfernte Region gekommen, jetzt müssen wir ein Küstengebiet finden, um nach Northgard zu segeln. Brand, der stolze und edle Bannerträger des Hirschclans, ist ein ergebener Mann, der nach einem Ehrenkodex lebt und kämpft. Nichts ist ihm wichtiger als das Wohlergehen seiner Untergebenen. Er ist euch treu ergeben, so wie es sein Vater dem euren war. Er wird euch helfen, Rache zu üben und Northgard zu erobern. Bonusziele werden nach dem erstmaligen Abschluss des Kapitels enthüllt. Ah, man kann die also mehrmals machen. Okay, Schwierigkeit mache ich erstmal auf normal. Achso, warte, Moment. Normal, schwer und extrem. Dann machen wir mittel. Machen wir erstmal schwer. Gucken wir erstmal, wie schwer ist es denn wirklich? Ich meine, vor allem die ersten Missionen, denke ich, werden noch recht einfach. Hoffe ich. Aha. Anfangsboni, 75 Nahrung, Holz, Krevens und Wissen 40. Skaldenhalle ersetzt die Brauerei. Was? Die wollen uns so Bier wegnehmen. Ruhmboni. Vorräte fordert 200 Ruhm, okay. Alle 200 Ruhm bringt euch ein Boot von 50 Nahrung, Holz, Krones, ich nenne es einfach mal Kronen, Wissen und 5 Stein. Einverleibung erfordert 500 Ruhm. Pro 200 Ruhm sinken die Kosten für die Besiedlung neuer Gebiete. Um Gottes Willen, das sind alles noch Mechaniken, mit denen ich überhaupt nicht auskenne, aber okay. Kriegshäuptling erhält die Fähigkeit tapfere Führung und eine Erhöhung von 100% der Verteidigung und 60% der Gesundheit. Ach schade, die Tooltips sind nicht festmachbar. Ich hätte jetzt gerne geguckt, was tapfere Führung bedeutet. Aber tapfere Führung ist wahrscheinlich dann Verteidigung und Gesundheitsplus. Okay, na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag Clan, led by a proud young man named Bran. Ich fühle mich ein bisschen Hagen's verfolgt. Had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, over which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Lucer Tola Gomosa, ach du Heilige. Lucer, danke für dein Follow. Mach's dir bequem. Ich hoffe, dir wird's gefallen. So, Auslastung sieht da schon mal super aus, okay. Schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen, Gebieter. Ich bin überrascht, wie schnell ihr genesen seid. Wut scheint ein ausgezeichnetes Heilmittel zu sein. Wir haben allerdings genug Zeit verschwendet und sollten schleunigst Hagens Verfolgung aufnehmen. Grazie, sagt Lucer. Stimmt, die Zeit drängt. Wir haben unser Lager weit entfernt vom Feind aufgeschlagen, sitzen jedoch in einer unbekannten Provinz am Rande des Königreiches fest. Ich werde mich ihres Vertrauens würdig erweisen. Zwar will ich mich schnell an diesem Abschaum rächen, doch Überleben geht vor. Das höre ich gern. Eure Besonnenheit ehrt euch. Zudem können wir uns nicht rächen, wenn wir vorher verhungern. Alles klar. Es gibt übrigens viele Mäuler zu stopfen, also lasst uns nach Nahrungsquellen suchen. Holz ist ebenfalls lebenswichtig als Heizstoff und als Baumaterial. Außerdem müssen wir den Kontinent verlassen, um nach Northgard zu segeln. Um in See stechen zu können, müssen wir ein passendes Küstengebiet finden. Das ist ein bisschen sehr laut, ne? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen leiser drehen, oder? Was meint ihr? So, ein neues Ziel. Erreicht die Küste im Norden. Kann ich jetzt schon in die Option? Nee, wir müssen erst einen Dialog überspringen, sozusagen. Ihr habt verdammt recht. Ich schlage vor, ihr befehlt einigen Dorfbewohnern, ein Speerlager zu errichten. Macht sie dann zu Speern, damit sie die Region erkunden können. Seifenlord, grüß dich! Yo, sagt die Göttin. Okay, also ich dreh's das leiser, sobald ich darf. Jetzt darf ich. Ah, scrollen, scrollen, scrollen. So. Machen wir Umgebung auch ein bisschen leiser, Soundeffekt ein bisschen leiser, so muss ich jetzt nicht schreien. Ah. Miss Miri, hi! So, das erste, was man macht, natürlich. Direkt nach dem ersten Dialog, speichern.
falls man doch jetzt am Anfang Fehler macht. Tutorials sind gerne mal, wie man ja wisst, die verzeihen Fehler sehr ungerne. Wie geht's euch? Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich hoffe, dir auch. So, also erreiche die Küste im Norden, sagt er. Klick auf Bauen, um ein Gebäude zu errichten. Wählt einen beliebigen Ort. Okay, bauen. Bauen. Was haben wir hier? Speerlager. Davon habe ich schon was gehört. Haben wir Holz? Wir haben Holz. Wir verbrauchen sogar schon als Brennstoff. Aha. Also hier Speerlager. Das ist aber schön gesmoothed. Oh, das gefällt mir. Sind hier Wege wichtig? Gute Frage. Nächste bitte. Drehen kann man die auch nicht, die Gebäude. Sehe ich das richtig? Zumindest nicht mit den Sachen, die ich sonst so kenne dafür. Dann, bumm. Dorfbewohner zu sperren, die neue Gebiete erkunden. Hier Dorfbewohner, Holzfäller, Bauern, Jäger, Speer, Heiler, Abgesandte und Skalde. Abgeschlossen. Schön. Da euer Gebäude ist bereit, klickt, um einen Dorfbewohner auszuwählen. Zweimal klicken, wählt alle Einheiten mit demselben Auftrag in einem bestimmten Gebiet. Nö. Du? Wählt eine Einheit und rechtsklickt auf das Speerlager, um eure Dorfbewohner zu Speeren zu machen. Dann hier. Machst du noch einen zweiten dazu, oder? Hier, bumm. So, und dann haben wir noch drei Träger sozusagen. Ne? Also ich verstehe das gerade so, dass Dorfbewohner, die keinen Job ausführen, automatisch Träger sind. Ne? Ah ja, jetzt sehe ich hier den Fortschritt des Erkundens. Was ich auch noch anpassen möchte, die UI ist doch ein bisschen klein. Ich hatte die schon ein bisschen höher gedreht, aber... Oh, darf ich jetzt gerade nicht? Moment, Leute, dann muss ich nochmal kurz speichern und ins Hauptmenü zurück. Beenden. Zurück zum Hauptmenü. Optionen. Hier. So. Ihr sollt es ja auch lesen können, nicht nur ich, ne? Spielstand laden. Hä? I have a whisper. Okay. Wait a moment, please. Alles klar. All right. Thank you for the intro. Ah! Nee, Moment. Nee, Moment. Danke, Graf Löwen. Und grüß dich! Oi! Oi! Jetzt! Da sind wir wieder. Euer Speer haben ein neues Gebiet erkundet. Okay. Schön. Und nö? Wir brauchen mal Nahrung, ne? Haus, Heilerhütte, Skaldenhalde und noch ein Gebiet. Die sind aber fleißig, sind die. Ausbildungslager? Moment. Erfordert ertragreiches Land. Ah, erfordert Rehe. Erfordert Strand. Ist das hier kein Strand? Okay, ihr müsst mehr Bau- und Brennholz sammeln. Errichtet eine Holzfällerhütte und weist einen Holzfäller zu. Holzfällerhütte, Holzfäller, Holz. Ach, er dreht sich automatisch. Ah, bumm. Cool, mit einem Mausklick kann ich hier alle wählen. Okay. Ah, Minimap. Hier, Fleisch, Weizen, Holz. Arr. Oh, Moment, warte mal. Scheint aber trotzdem zu funzen, wa? Ja, okay. 6 von 6 Bewohnern. So, ja, jetzt will er wieder... warte mal. Bin noch gar nicht fertig. Hallo, ich wollte... Holzfäller.
Nachbarn? Stuni, hallöchen. Ja, Graf Löden, da hatte ich wirklich kurz Pipi in der Schlüppi. Die Musik ist episch, sagt er. Ich habe sogar den das Soundtrack DLC, dass man wirklich nur die Musik hören könnte. So, Gebieter, bei der Erkundung des Gebiets wurde eine verlassene Hütte entdeckt. Vielleicht sollten wir einem Speer auftragen, sie zu untersuchen. Es könnte ihm ja gelegen, Ressourcen zu bergen. Da habt ihr recht. Ehe er die Ruine erkunden kann, müssen wir das Gebiet jedoch besiedeln. Warte. Nicht so schnell, ja? Du? Holz. Du? Holz. Ja, chillt mal. Ich bin noch dabei. Regen die sich gleich wieder auf hier? Da. Frage? Achso, warte mal. Moment, bevor ich jetzt hier wieder zu viel mache. Bietet mehr Klarmitglieder an Schutz und Unterkunft. Okay, das sehe ich dann wahrscheinlich erst, wie viele da wirklich reinpassen, wenn es gebaut ist, oder? Oder pro Mitglied ein Haus. Das wäre ein bisschen... Uff. Ah ne, Anzahl zugewiesener Einheiten. Okay, also nur, wer gerade baut. Fünf. Aha. Instandhaltung pro Jahr. Gold? Wo sehe ich? Ach da. Oh. Hä? Steht, es würde 21 pro Jahr kosten. Und dann hier oben wird es aber dann pro Tag gerechnet oder wie, okay? Crazy. Speer. Vorsicht. Das sieht ein bisschen... Achso. Oh, gut. Wenn die einem nichts tun, dann tue ich ihnen auch nichts. Um euer Hoheitsgebiet zu erweitern, ist die Besiedlung des neuen Gebiets mit Hilfe von Nahrung erforderlich. Klickt auf das Gebiet und gebt Nahrung aus, um es zu besiedeln. Das sind jetzt aber zwei Gebiete, ne? Um da hinzukommen. Aber hier gibt's ja Weizen, ne? Genau, hier sagt er mir 0 von 2 Weizen. Für 20 Nahrung besiedeln? Alright. Aha, und das dauert jetzt einfach ein Weilchen, okay. Nun sind da hier auch Wölfe. Moment mal. Da waren doch vorher keine Wölfe. Oha. Okay. Erstmal klarkommen mit dem Spiel, ey. So, Next Step? Fragezeichen? Warte mal, 15, 10, 75? Okay, also unser Brand scheint das alleine wuppen zu können. So die Frage, ob ich das wirklich riskieren sollte. So, 40 Nahrung, zack. Hier nochmal 80. Ich meine, wir produzieren ja trotzdem... Mach erstmal. So, manche Gebiete werden von Feinden verteidigt. Er errichtet ein Ausbildungslager und macht einen eurer Dorfbewohner zum Krieger. Alright. Okay. Hier. Warte das mal. Da. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir doch... Gebieter, ein Speer hat ein Küstengebiet entdeckt, das für den Bau eines Hafens geeignet ist. Hervorragend! Wir sollten die Gebiete bis zu dieser Küste besiedeln, damit unsere Bauarbeiter sie erreichen und mit der Arbeit beginnen können. Chill mal. Ich habe wahrscheinlich nur einen Speer gebraucht, wa? Kann ich jetzt einen wieder rauskanten hier? Geht das? Und wenn ja, wie? Warte mal, wenn ich ihn jetzt so nehme und einfach hier hinschicke? Nee. Das geht nicht. Wenn ich ihn stattdessen gleich der Hütte hier zuweise, müsste er doch zum Krieger werden können. Der Odin-Kar. Ja. Ich will aber noch hier noch ein bisschen rumprobieren. Felder. Hier darf ich ja Gefelder bauen. Für 80 Holz. Wow. What?
Kann ich die Kamera drehen? Geht das überhaupt? Geh doch mal da erkunden. Ist doch viel besser. Ist gesünder für dich, glaub mir. Hoffe ich. Ach, Jahreszeiten gibt's auch. Ach, scheiße, okay. Es wird kälter. Bald bricht der Winter ein. So ist es, mein Herr. Wir müssen damit rechnen, dass Nahrung knapper wird und unsere Leute mehr Feuerholz brauchen, um ihre Häuser warm zu halten. Unsere militärischen Einheiten wird die Kälte ebenfalls zusetzen. Das ist vielleicht nicht die beste Zeit zum Kämpfen. Ah ja. Ja gut, dann lassen wir den Krieger erstmal Krieger sein und wollen doch versuchen, Vorräte anzulegen. Okay, er erkundet erstmal das hier. Jutsch. Und ich war eigentlich damit beschäftigt. Es geht nur auf diesen Flächen. Aha. Bumm. Okay, was gab es dann noch? Hier gab es noch was mit Silo. Spezialisierte Arbeiter mit diesem Betrieb um 10% erhöht. Nur die Kapazität. Ich jetzt bei 500. Okay. So, das hier bringt ja Zufriedenheit und Ruhm. Hier könnt ihr Leute heilen. Wenn sie nicht heilen, sammeln sie Nahrung. Oh! Achso! Das muss außerhalb gemacht werden. Okay. Dann, bumm. Ah, Moment, lass mich raten. Ich habe hier maximale Gebäudeslots. Ja, okay. Ja, Glückwunsch, dass wir noch so viel Nahrung vorbereitet haben, ne? Die Gebiete haben eine maximale Gebäudegrenze. Aha. Natürlich dann die nächste Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel Ausbildungslager abreißen würde oder Speerlager, kriege ich dann das Material wieder zurück? 10 Holz, Moment. Wenn ich es baue, 50 Holz. Oh, alles klar. Oder auch nicht. Holz und 100 Crowns bekommen. Warte mal, mein Freund, du kommst mal zurück. Stell dich einfach erstmal dahin, lass dich dann da heilen. Verringert die Angriffskraft eurer militärischen Einheiten außerhalb. Außerhalb eures Hoheitsgebiets im Winter um 30% und innerhalb um 10%. Wir werden angegriffen, ja? Das ist natürlich doof, ne? Ausgerechnet da. Aber wo ist der Gegner? Ach, der Typ hier oder was? Die Wölfe erobern also Gebiet. Interessant. Meute. Auch wenn ich gerade nur 2 Leute habe. Aber ich denke mal, selbst Brand alleine so sollte doch den Wolf schon schaffen. Wenn wir jetzt hier zu zweit sind. Hoffe ich zumindest. Ja, guck mal, easy. Ins Gesicht. Sag mal, du hast echt Bock zu sterben, oder? Ich will, dass der erstmal heilt, der Typ. Dazu muss aber gebaut werden. Und irgendwie baut gerade niemand. Obwohl wir doch noch... Ja, wir haben hier noch Leute übrig. Ah ja, jetzt gehen sie rüber. Jetzt wo ist... Nee, doch nicht. Du da, bau das. Und du bleibst jetzt hier fertig. Mal zu Hause, Junge. Wirklich Bock zu sterben, wa? Na gut, dann finden wir anhand von ihm heraus, was passiert, wenn der stirbt. Kommt doch mit der Zeit automatisch ein neuer Siedler oder nicht? Und wenn ja, wie lange dauert's? So, man darf auch ein Festmahl organisieren, sehe ich hier. Gewährt plus 2? Ein Bonus? Ein plus 2 auf Zufriedenheit oder wie? Ja. Und ein Bonus auf monatlichen Ruhm. Momentan haben wir noch gar keinen Ruhm, okay. Qualitäten, Siegbedingungen, okay. Das Ding ist fertig. Heiler, please. Ah, und jetzt fängt er auch an, weiter zu bauen, okay. Hier gäbe es doch Fisch, oder?
Da ist doch gerade ein Fisch hochgesprungen. Lasst mich doch eine Fischerhütte bauen. Herzlichen Glückwunsch, unser Clan ist bereits bereit für ein neues Jahr. Wunderbar. Oder muss ich dir... Achso, nee, jetzt muss ich hier wahrscheinlich... nach Dorfbewohner zu Skalden, die Ruhm und Zufriedenheit eures Clans erhöhen. Ich hab nicht die Heilerhütte gebaut, ich Depp. Das ist... Okay. Okay, bitte noch einen Dorfbewohner. Für das da. Wie viel passen hier insgesamt rein? Eigentlich noch mehr. Oh, wieder da? Na gut. Mach schon mal hin. Nee, nicht der. Und jemand anders? So. Sie kämpfen schon automatisch. Okay, ja wunderbar. Ich bin gespannt, ob die auch leveln können. Clanmitglied ohne Beruf. Ja, chill. Was? Wie ohne Beruf? Der ist doch mein Speer. Ach so, jetzt hat er alles erkundet. Ja gut, dann wieso kann ich das jetzt nicht erkunden? Weil ich es noch nicht erobert habe. Da war ja was. Ja, bleibt doch mal ruhig, Leute. Mann. So, wie viel können hier arbeiten? Eigentlich auch zwei. Dann machen wir da. Und hier auch nochmal zwei. Zack. Zack. Und dann dürfte man nur noch einen übrig haben und den lasse ich jetzt Häuser bauen. Wo ich sie noch bauen kann. Okay, Schiff gedrückt halten bringt nichts, wenn ich mehrere bauen möchte. Oder musst du ja wirklich aufpassen, welche Gebäude du wo platzierst. Das gefällt mir. Wenn ich ihn jetzt hier... Ah, wenn ich ihn hier drauf lege, dann verlässt er den Beruf als Speer. Okay. Und die Speerhütte selbst könnten wir eigentlich auch mal abreißen und stattdessen nochmal Häuser hinsetzen. Weil jetzt haben wir ja alles erkundet hier. Ah, nein! Hier ist ja noch ein Schatz, den wir... Ach, Mist. Ah, danke, Lottausi. Ich hab's gerade in dem Moment selbst rausgefunden. Schön. Oder? Ja, also, du hast es vor einer Minute geschrieben, ich hab's rausgefunden. Witzig. So. Die tun Dinge. Das ist gut. Wieder geheilt. Auch gut. Jetzt habe ich gerade wirklich den einen Speer gesucht, ne? Hm? Warum der wohl weg sein könnte? So. Machen wir hier nochmal ein Häusle. Solange es noch passt. Eine Frage an diejenigen unter euch, die das Spiel schon kennen. Sind die Ressourcen unendlich oder endlich? Zum Beispiel Holz und Fleisch und Getreide. Obwohl, Getreide, klar, okay. Aber jetzt Fleisch zum Beispiel. Kann man eine Überfischung machen sozusagen? Also unendlich? Ah, super. Michi, grüß dich mal lieber. Hi. Ja, der Michi hat jetzt gerade nochmal darauf hingewiesen, BSG und Spoiler. Also haltet euch ein bisschen zurück, ne? Dass ihr mir nicht alles schon verratet. Vielleicht erst dann, wenn ich wirklich nicht weiterkomme oder euch halt direkt die Frage stelle. Es geht natürlich auch darum, dass ich halt auch Spaß daran habe, das alles so für mich zu entdecken und ihr damit dann auch Spaß habt, wenn bei mir so dieser Aha-Effekt kommt. Genau, nur wenn ich gezielt frage am besten, wenn ich mich wirklich mal extrem dämlich anstelle und das nicht rausbekomme, ist es auch noch okay, bevor ich hier eine Stunde lang versuche, das zu lösen und dann nichts passiert. Baustelle ohne Bauarbeiter. Ja. Die gehen nicht von selbst in die neuen Gebiete, ne? Ich merke das schon. Ah ja, und die Bewohner kommen jetzt von selbst dazu, wie ich gerade sehe. Okay. Ja, ja, und Michi besteht natürlich drauf, weil lasst ihn leiden, wenn er sich dem nicht anstellt. Das ist viel spaßiger. Nein.